Am Tresen eines Burger-Restaurants. Katja? In Straub fand sie beschissen. Der ganze Laden hat ihr gestunken. Nur Pseudo-Quatsch. Sie wollte was Eigenes aufziehen. Alte Straub hat sie nicht gelassen. Warum eigentlich nicht? Weiß ich auch nicht. Sonst hat sie fast nie über ihren Job, ihre Freunde oder Bekannten gesprochen. Naja, wir haben uns auch praktisch nur an Wochenenden gesehen und in Ferien. Es war fast immer toll. Katja schmunzelt. Sie zeigt Tanner einen Glitzerstern, der in ihrer Jeansjacke steckt. Das ist von ihr. Die Tasche auch. Tanner betrachtet den Beutel. Zu einem Mann hinterm Tresen. Möchtest du noch einen Hamburger? Und ich einen Kaffee, bitte. Katja zeigt auf ihre Füße. Die Stiefel haben ihr gehört. Obwohl sie viel größer war als ich, haben wir die gleiche Schuhgröße gehabt. Schade, dass sie nicht mehr kennengelernt haben. Sie war echt lustig. Nicht so beknackt wie andere Mütter. Zahlen, alles zusammen. Sie setzen sich zu einem Pärchen an den Tisch. Guten Tag. Katja zieht ihre Jacke aus. Guten Appetit. Tanner nimmt seinen Kaffee. Entschuldigung. Danke. Warum sind sie eigentlich so? Wie bitte? Na so, ich weiß auch nicht. Mit dem anderen konnte ich mich gleich duzen. Das war überhaupt kein Problem. Und sie könnte ich nie duzen. Katja isst ihren Burger. Im Internat gibt es sogar Lehrer, mit denen ich mich duzen. Tanner gibt Kaffeesahne in seinen Becher. Tja, es gibt eben wenig Leute, mit denen ich mich duze. Ich finde das sie einfach schön. Er blickt zu einem Flipper. Ich finde sie trotzdem ganz sympathisch. Dort steht der Schlagsige. Wie? Vielen Dank. Katja kaut mit vollem Mund. Kommen Sie eigentlich mit dem anderen aus? Sie meinen mit... Tanner hebt die Fäuste. Ja, ab und zu vertragen wir uns. Katjas Miene wird ernst. Meinen Sie, dass Sie den kriegen, das war? Ja, den kriegen wir. Der Straub ist ein Schwein. Der ist zu sowas fähig. Tanner sieht zur Seite. Kennen Sie den Typ am Flipper? Nie gesehen. Ich glaube, der folgt uns schon die ganze Zeit. Katja zuckt mit den Schultern. Der Burger fällt ihr aus der Hand. Ja. Tanner reicht ihr ein Taschentuch. Die Mutti ist tot und ich kann nicht heulen. Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht kann. Sie ist tot. Sie kann keine Pommes frites mehr essen und keine Cola mehr trinken. Sie hat Pommes frites gehabt und Cola. Und Pommes mit Mayo. Sie hat ihr Essen vom Tisch gefegt und läuft davon. Schimanski kommt.